Eine zweite große Fehlerquelle, insbesondere wieder für redundante Informationen, sind Zyklen, die in Diagrammen auftreten. Stellen Sie sich ganz einfach das ER-Diagramm als ungerichteten Graphen vor. Also ganz einfach nur die Knoten sind hier eben die Kästchen und die Rauten und dazwischen sind Kanten. Und in dem Moment, wo man in diesem Graphen einfach mal einen Kreis laufen kann, wie man es hier zum Beispiel machen kann, ist das ein Indikator auf etwas, was untersucht werden muss. Nämlich, dass Sie etwas ins Modell reinschreiben, was redundant ist. Und davon wissen wir schon, das ist immer zu vermeiden. Gucken wir uns das mal an, was hier los ist. Gucken wir uns erstmal die eine Richtung an. Also ein Kunde erteilt eben ein oder mehrere Aufträge und jeder Auftrag enthält eben mindestens ein oder mehrere Artikel. Ja, das sieht nach einer sauberen Modellierung aus, haben wir schon gerade mehrfach gemacht. Weiterhin habe ich noch eben festgehalten, ich möchte auch wissen, welcher Kunde welchen Artikel bestellt hat. Jeder Kunde kann beliebig viele Artikel irgendwann mal bestellt haben. Jeder Artikel wurde von beliebig vielen Kunden bestellt. Ja, das ist dann auch eine erstmal interessante Relation. Aber diese Information kann ich vollständig aus diesen Informationen ableiten. Also indem ich einfach alle Aufträge durchgehe, weiß ich auch, welchen Artikel der Kunde bestellt hat. Das heißt, diese Information ist vollständig berechenbar aus den beiden anderen, die da sind. Und wenn ich das habe, weiß ich, dass es falsch ist. Das heißt, im Klartext hier, dieses bestellt muss weg. Bedeutet das, dass Zyklen typischerweise Fehler sind? Nein. Oft, oder wenn man ein bisschen erfahren modelliert, sind sie ganz normale Dinge, weil, obwohl es erstmal formal ein Zyklus ist, beschreiben sie unterschiedliche Abläufe. Das habe ich hier mal in diesem kleinen Beispiel da gemacht. Wir sehen, Kunde erteilt Auftrag, Auftrag enthält Artikel. Das gleiche wie gerade, 1a Spitzenmodellierung. Schön. Jetzt habe ich aber hier eine neue Assoziation zwischen Kunde und Artikel. Kunde bevorzugt Artikel. Das heißt, er kann beliebig viele Artikel bevorzugen und eben jeder Artikel kann von beliebig vielen Kunden dann eben auch bevorzugt werden. Ja, das ist definitiv eine andere Information. Zum Beispiel, Kunde kauft immer einen Ford oder einen VW, würde aber gerne einen Ferrari kaufen. Das heißt also, bedeutet eben, aha, er würde gerne was anderes haben wollen, hat also eine Wunschliste von Sachen. Das könnte man hier in das Bevorzugt reinschreiben. Wäre eine ganz andere Information von den Fakten, die eben auf diesem anderen Zweig hier sind, in der Form, die wir dort haben. Ja, wir können damit also feststellen, eben Zyklen müssen nichts Böses sein, können es aber. Was muss man eigentlich dann machen? Egal, ob es ein guter Zyklus ist oder Sie nicht genau wissen, ob er gut ist. Jeder Zyklus muss überprüft werden. Möglich jeder Antwort ja. Das kann durchaus einigen Diagrammen sein. Und wie geht man bei der Überprüfung vor? Auch das ist nicht ganz trivial. Ich habe hier nochmal den Zyklus von gerade aufgemalt, in Klammern den guten, also der, der erlaubt ist. Aber für den bösen, in Anführungsstrichen, würde das Gleiche gelten. Sie überprüfen jede der Relationen, die hier drinstehen. Das heißt, Sie müssen für jede Relation fragen, bist du aus den anderen berechenbar? Und das heißt eben, wenn Sie einen Zyklus haben mit drei Relationen, müssen Sie für jede prüfen, kann ich sie entfernen? Also ich entferne bevorzugt und frage dann, kann ich hieraus dann ausrechnen, was bevorzugt würde? Kunde, Auftrag, Auftrag, Artikel. Nein, hier kriege ich nur raus die Artikel, die der Kunde wirklich bestellt hat. Deswegen brauche ich bevorzugt. Dann, ich streiche erteilt hier weg. Und dann ist die Frage, ich kann also für den Auftrag rauskriegen, welche Artikel dann enthalten sind. Und ich kann für die Artikel auch rauskriegen, welcher Kunde die Sachen bevorzugt. Aber da kriege ich definitiv nicht raus, welcher Kunde jetzt einen Auftrag erteilt hat. Also diese Information ist auch wichtig. Das Letzte eben enthält, ist dann genau das Gleiche, was wir hier haben. Also wir wissen zwar, Kunden gehört ein Auftrag und ein Kunde mag auch viele Artikel, aber welche Artikel wirklich in dem Auftrag drin sind, kann ich daraus nicht schließen. Nebenbei, ähnliche Schlüsse könnte ich auch hier ziehen, in dem Anführungsstrichen bösen Diagramm. Überlegen wir dran, wir hatten gerade schon gesehen, die bestellten Beziehungen kann ich aus den beiden anderen berechnen. Also ich kann die weglassen und kann eben hieraus berechnen, er hat dann beliebig viele Aufträge, Aufträge enthalten Artikel und ich mache dann bei jedem Artikel, der einmal vorkommt, ein Kreuzchen und dann habe ich genau diese Bestelltrelation. Nebenbei kriege ich dann sogar raus, dass das MC, NC ungenau ist, dass hier sogar ein N stehen könnte dann in der Form. Das ist sowas, was man dort haben kann. Ich kann genauso gut eigentlich hier auch fragen, ist das erteilt hier sinnvoll? Dann kann ich eben rauskriegen, zu jedem Auftrag gehören jetzt hier eben ziemlich viele Artikel.
und jeder Artikel kann von eben beliebig vielen Kunden bestellt werden. Kann ich daraus dann berechnen, dann welcher Auftrag zu welchem Kunden gehört? Definitiv nicht. Das heißt also, in diesem Beispiel ist auch erteilt definitiv sinnvoll. Ähnliches können Sie zur Übung nochmal für enthält machen. Das ist genauso sinnvoll, kann man auch nicht wegnehmen. Deswegen nochmal für jede dieser Relationen prüfen, ob ich sie brauche oder nicht. Und erst dann kann ich sicher sein, dass ein Zyklus in Ordnung ist. Kommen wir nochmal zum Thema Notation und eben für IR-Diagramme ganz einfach die Aussage, es gibt keine einheitlichen Notationen. Die können alle relativ wild sein und da möchte ich jetzt noch einen kleinen Ausblick drauf machen, was so alles Wildes dort passieren kann. Sie sehen, aus einem schönen Lehrbuch von Helmut Balzert habe ich diese nette Grafik im Wesentlichen übernommen. Da sind einige Notationen aufgeführt. Gucken wir uns das mal an. Ah, NC-Notation, genau, das ist unsere Notation, die wir dort haben. Statt dieser könnte man auch die numerische Notation nehmen, die eigentlich auch sehr schön ist. Sie sehen 0 oder 1, 1 oder 1, also genau 1, 0 bis n, 1 bis n. Schön intuitiv lesbar, also auch ganz nett. Wir kommen gleich nochmal aber drauf, dass es dann die nächste Besonderheit noch geben kann. Dann die Krähenfußmutation, die ist auch sehr schön visuell. Krähenfuß sehen wir hier unten dran, da sehen wir so einen Fußabdruck und eben dann die Zehen dran. Deswegen haben wir da den Fuß einer Krähe dran. Und anschaulich gesehen ist einfach der Kreis, der dann hier steht, bedeutet eben eine Null. Das heißt, es kann eine Null dort geben, also Null mal etwas. Und ein Strich bedeutet einfach eine Eins. Und eben sowas Aufgefiedertes hier, was wir haben, die Zehen dort, bedeutet ein N. Das heißt, hier ist 0, 1, hier steht auch wieder 1, 1, also genau 1. Hier 0 bis N, 1 bis N. Das kann man auch nochmal mit ein paar anderen Pfeilspitzen machen. Diese Notation gibt es selten. Dann gibt es noch andere Notationen, die etwas gröber sind, die also nicht genau unterscheiden zwischen C und 1, sondern ganz einfach nur sagen maximal 1 und eben beliebig viele. Das ist eine Notation, die uns später noch Probleme machen würde. Deswegen würde ich von diesen Notationen hier generell abraten. Diese anderen Freunde, die hier stehen, sind erstmal äquivalent. Das heißt, man kann jede von ihnen nutzen und man wird sie auch häufiger irgendwo antreffen. Aber, kleiner Einschub noch, wir gucken uns das an. Ah, hier haben wir wieder eine Notation. Welche ist das denn? Ah, die numerische Notation. Die ist auch toll und einfach zu lesen. Sehen wir dran, hier zum Beispiel MN-Beziehung steht hier einfach 1N und 1M. Boah, das passt ganz gut. Ich habe bewusst in der Mitte angefangen, weil gucken wir uns das hier oben an. 1 ist doch nicht 0N und NC nicht 1,1. Ah, wenn Sie es genau angucken, hier sind die linken und rechten Seiten vertauscht. Das, was ich Ihnen mit den Leseregeln gezeigt habe, müsste man jetzt hier andersrum malen. Auch das ist eine schöne Notation, aber ja, ich finde, sie ist etwas unglücklicher. Das Wichtigste fürs Unglück ist hier nebenbei, dass sie sich später nicht durchgesetzt hat. Wir gucken uns gleich noch eine Diagrammart, die genauso gelesen wird wie das, was wir haben. Deswegen also muss man, wenn Sie ein neues ER-Diagramm sehen, sich immer fragen, welche Notation ist es denn? Und als nächstes fragen, wie rum muss ich das denn lesen mit den ganzen Kardinalitäten, die da dran stehen? Und das kann durchaus erstmal ein bisschen nervig sein, das im Kopf zurecht zu kleben. Ja, kommen wir drauf, warum ich eben diese Notation, die jetzt hier ist, nicht mag. Der Grund liegt in der UML. Die ist im Gegensatz zu ER-Diagramm einfach dann formalisiert. Das heißt also, es gibt eine Norm dazu, wo genau drin steht, wie korrekte Klassendiagramme und andere Diagramme der UML aussehen. Und die nutzen bei den Kardinalitäten, okay, dort heißen sie Multiplizitäten, genau die gleiche Lesart, die wir schon kennen. Das können wir uns hier mal angucken. Hier mal so ein Ausschnitt aus einem Klassendiagramm. Wir haben hier eine Firma, also eine Klasse Firma. Und jede Firma beschäftigt beliebig viele Personen und dann auch noch einen Rollennamen als Arbeitnehmer. Ja, kann man sehr intuitiv lesen, ist genau das Gleiche, wie wir das Lesen gelernt haben. Und jede Person wird beschäftigt von einer oder keinen Firma. Und wenn es eine Firma ist, dann ist es der Arbeitgeber davon. Wenn Sie sich später mit der UML beschäftigen, können Sie hier auch noch Sichtbarkeiten hinschreiben, so ein Minus dafür. Und dann wüssten Sie eben, dass das zum Beispiel hier Private Variablen wären. Dann wüssten Sie, dass die Firma zum Beispiel eine Sammlung von Daten hat, Collection, wo dann vom Typ Person, die eben dann Arbeitnehmer heißt und dass die Person eine objektvariable Arbeitgeber hat, die vom Typ Firma ist und wo auch ein Nullwert erlaubt wäre. Das heißt also, man kann die Sachen dann hier sehr schön, sehr sauber lesen. Ja, machen wir mal ein konkretes nächstes Beispiel.
Da rate ich aber erstmal wieder dazu, gucken Sie sich das eventuell gleich alleine an. Vielleicht vorweg noch die eine Bemerkung. Dies hier ist auch wieder eine Vergröberung der Modellierung. Das heißt, 1 und C wird als 1 aufgeschrieben und N und NC wird als N aufgeschrieben. So etwas Ähnliches hatten wir gerade auch schon mal gesehen. Können Sie sich da auch nochmal angucken. Aber jetzt überlegen Sie mal kurz, eben, wie das aussieht. Ist das jetzt die Leserinnenart, die wir bis jetzt immer hatten, oder ist das die Lesart, die wir gerade von der Reihenfolge her kennengelernt haben? Tja, Sie müssen sich Beispiele raussuchen und dann mal gucken, was man dort machen kann. Und ein recht schönes Beispiel ist hier die CD Contains Tracks. Dann würde ich sagen, auf jeder CD können mehrere Lieder drauf sein und jedes Lied, okay, das ist schon diskutabel, kann nur hier auf einer CD drauf sein. Sie sehen, man kann auch die Modellierung kritisch hinterfragen. Aber eben das, in dieser Reihenfolge sieht schon mal sinnvoll aus und es gibt noch einen Index, eine Positionsnummer, an der sich dann das Lied befindet. Das sieht schon mal, ja, nachvollziehbar aus. Und das heißt, es ist die ganz normale Lesrichtung, die wir sonst auch so hatten. Und jeder Audiophilister besitzt eben auch mehrere CDs. Und jede CD wird nur von einem besessen. Wenn diese CD eine eindeutige Seriennummer, also eine ID hat, wird er das stimmen. Ansonsten wäre das natürlich auch wieder diskutabel, was wir dort haben. Dann gibt es hier noch ein Likes. Oh, das ist ein Zyklus, müsste man drüber nachdenken. Aber man kann ja auch Lieder mögen, von die man gar nicht auf CDs hat. Deswegen ist dieses Likes durchaus eine sinnvolle Modellierung, die jetzt hier am Rand dran steht. Ja, und jede CD enthält dann, also stammt von einem Artist. Okay, ist die Frage, wenn Sie Gruppen haben oder dann so Duette, Sunny und Cher oder so, kann man vielleicht auch wieder drüber diskutieren, aber passte hier vielleicht. Und dann kann man eben sich das hier angucken. Kleine Randnotiz nebenbei, das Ja steht jetzt hier bei einer 1-zu-N-Beziehung dran. Überlegen wir, ja, dieses Ja, könnte ich das nicht doch irgendwie verschieben? Kann ich es zu Artist schreiben? Nee, dann müsste der jeweils immer nur in einem Jahr seine Lieder veröffentlicht haben. Und wenn er dann irgendwie seinen Namen ändert oder sowas, dann könnte man, aber nein, ist Quatsch. Okay, könnte ich das Ja zur CD schreiben? Antwort Ja. Das ist dann das Veröffentlichungsjahr der CD. Das heißt, bei 1-zu-N-Beziehungen haben wir jetzt ganz nebenbei mal so ein bisschen gelernt, kann es durchaus sein, dass wir dort einzelne Attribute gegebenenfalls verschieben können. Das heißt, weg von unseren Relationen hin zu unseren Entitätstypen. Wo man sie dann hinschreibt, ist diskutabel und wird später auch keine großen Auswirkungen haben. Deswegen ist das vielleicht nicht ganz so relevant. Aber trotzdem mal gut, finde ich jedenfalls für mich, dass ich drüber geredet habe. Okay, noch ein Beispiel. Achtung, steht schon drüber, Realisierungsbeispiel. Das bedeutet erstmal nur, dass es im Wesentlichen ja, eine Umsetzung bereits in Tabellen gegeben hat. Und dann gibt es da eine recht putzige Notation dazwischen. Und da würde ich wieder raten, ja, machen Sie eine kurze Pause, überlegen Sie mal, wie man das hier so lesen kann. Ja, und da muss man sich jetzt mal wieder eine der Beziehungen angucken, von der man vielleicht mal ein gutes Gefühl hat, was es so geben kann. Und da können wir mal überlegen, hier haben wir einen Kunden stehen. Und jeder Kunde kann beliebig viele Bestellungen machen. Das ist eine 1-zu-N-Beziehung. Das hier ist wohl ein Unendlichzeichen. Das heißt also, da könnte die Beziehung sein. Das heißt, wir können das Ding genauso lesen, wie wir es vorher gelesen haben. Wir sehen auch, dass dieses gruselige Standardbeispiel von Access nebenbei irgendwie allen guten Regeln entgegenarbeitet. Das Ding heißt Kunden, müsste aber normalerweise Kunde heißen. Das hier müsste Bestellung heißen, weil es beschreibt nebenbei nur eine Bestellung. Die Bestellung hat mehrere Bestelldetails drin, das kann man machen. Dann sehen wir hier zum Beispiel drin, dass die Anzahl damit drin steckt. Und Rabatt, oh, das ist auch schön. Also inhaltlich ist das Modell sauber, mit dem Rahmen eben ein bisschen schmuddelig. Und die Bestelldetails beziehen sich jeweils auf einzelne Artikel. Das heißt, jedes Bestelldetail zieht sich auf einen konkreten Artikel drin. Das heißt, die Anzahl auf den konkreten Artikel. Für diesen Artikel wissen wir, gibt es genau einen Lieferanten und der wird noch einer konkreten Kategorie zugeordnet, die es da geben kann. Und Kategorien zu jeder Kategorie, wie zum Beispiel Lebensmittel, könnte es dann eben mehrere Artikel geben. Jeder Lieferant liefert mehrere Artikel. Das passt also alles schon ganz toll zusammen. So dass man hier feststellen kann, ist also auch ein ganz normales 1-zu-N-Modell. Allerdings eben ein paar kleinere Macken drin, die ich Ihnen jetzt auch dann nochmal kurz erzählen konnte.